Ja, der Seelenstein flüstert zu ihr und die ganzen Seelen, die da drin gefangen haben, die wollen unbedingt dann kommen. Und jetzt hören wir uns mal das Tagebuch an. Ihres Tagebucheintrag Teil 15. Adria tells me that our friend has beaten back Asmodan's armies and the keep is safe now. I almost can't believe it. The essences within the Soulstone grow angrier, fiercer. They are fighting against me every moment now, and their darkness creeps around the edges of my mind. I must remain strong. Ja, und mit Lyra könnt ihr auch noch was reden über Hoffnungen. I'm glad this is almost done. I don't think I have much time left. Do not say that. Think of all the things you want to do in your life. The inn you want to build. Your safe place. No. You were right. There's no safe place for anyone. Look around us. If this keep can't protect us, what chance would a silly little inn have? Tja, und jetzt könnt ihr weiterreden mit Träumen. Listen to me. We all find safety in our own ways. While I find it in strength of arms, you can find it within the inn you will build. Safe places are won through sacrifice and pain. You are making that sacrifice now, and you will live to see your dreams fulfilled. I swear it. The demonic rage is building up again. But I can do this. I know I can. Thank you. Ja, Lia hat sich kurz bedankt, damit wir, weil wir ihr gesagt haben, sie soll nicht aufhören, ihren Traum zu verwirklichen. Sie will ja immer noch diese Taverne aufmachen oder die Kneipe aufmachen. Und wir gehen jetzt weiter zurück ins Level 2, wo wir aufgehört haben. Ja, hier oben gibt's nichts mehr. Jetzt muss ich den halben Weg zurücklatschen. Ja, ich freue mich so. Juhu. Ja, ich darf euch alles zurück. Mama, das ist ungerecht. Ich hab keine Lust. Ich will einen roten Schuh. Ich will den Bleifuß. Wo ist der Bleifuß? Bleifuß! Gib mir den roten Schuh! Oh! Da kommen ja Viecher her. Ich hab gar nicht gedacht, dass wir noch Viecher bekommen. Ich dachte, ich hätte ja schon alles platt gemacht. Hey, die spawnen ja neu, ey. Was ist denn los, ey? Was geht hier ab, ey? Hey, hier wird nichts neu gespawnt, das ist klar. Sonst gibt's eine aufs Maul. Und das haben die Viecher hier gerade bekommen. Ich habe ihnen mal so richtig die Fresse poliert. Boah, den hat richtig geil weggefetzt. Das Skelett hat's gerade richtig geil weggefetzt. Flieg, Skelly, flieg! Oh, eine Elite. Oh, und der macht wieder Wände. Er baut wieder Wände, um sich zu schützen. Ach, der erste ist schon tot. Der zweite ist tot. Und der dritte ist tot und der Elite ist weg. Die Elite-Gruppe ist weggebasht, weggesnickt, ey. Boah. Ja, klar, hier, dass hier wieder Gegner kommen, wo ich noch nicht war, das ist ganz klar, ey. Aber davor hätte ich jetzt echt schon gedacht, da hätte ich den Raum davor, hätte ich dich gelernt, aber dem war halt nicht so. Das ist mir aufgefallen ist. Und wieder von Zunge raus, Trecker. Still recharging. Platsch, hab mal kurz meinen unteren Umschlag gemacht. Boah, wow, ich hasse die Viecher, echt. Alter, muss ich schon wieder einen Pott nehmen.
Ich hab's doch nicht trotzdem im Sattel. Ah, ne, nicht Heilkugel. Hahaha. Oh, Junge, wären die alle fünf auf... Vielleicht wirklich explodierte, dann wäre mein Charakter down gewesen, Sattel. Dann wäre das Ende mit dem Let's Play gewesen, ey. Denn wir spielen Hardcore, einmal sterben Tote. Alles vorbei, ey. Euer ganzer Charakter, den ihr euch hochgespielt habt, alles vorbei, ey. Alles Game Over nennt man das dann. Auf Englisch übersetzt. You failed! Hä? Wo ist der Breach? Hallo? Ich habe die ganze Karte aufgedeckt. Willst du mir jetzt verarschen? Sag bloß da oben, der kleine... Blöde Scheißfleck. Wenn ich jetzt dahin laufen darf, dann kriege ich die Krise. Ich war doch da oben gerade. Ich bin extra hier runtergegangen, weil ich noch nicht alles erforscht hatte. Schrei, Frau. Hi, wir haben ja bald Level 28 erreicht. Dann kann ich endlich mal... Nicht meinen Wutschrei, der mir Hass kostet, sondern Wut generiert. Machen, ey. Alle 30 Sekunden lang. Und meine Rüstungsklasse und mein Leben erhöht. Ja, Tatsache. Hier ist die sozusagen der Breach. You're too late. My servant is already inside your walls. And his hunger is ravenous. He will devour your corpse and those of your friends. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen die Nische gefunden, wo die Dämonen durchgebrochen sind. Und jetzt geht's praktisch noch eine Ebene tiefer. Jetzt müssen wir sozusagen den absoluten Untergrund, in den absoluten Untergrund gehen von der Festung. Und uns sozusagen erstmal hier den Biest, von dem gerade Asmodan gesprochen hat, von dem von schon vor die ganze Zeit die Rede war, dass der ja schon hier ist und auf uns wartet, um uns zu verspeisen. Also ich werde mal sehen, wer wen zum Speisen tut oder wer wen zum Frühstück verspeist. What a monstrous creature. Das Level ist jetzt ja nicht mehr so ganz so groß. Das hat schon noch einen Umfang, aber es geht eigentlich. Man ist recht zügig durch. Jetzt warte ich hier nochmal schnell. Ich will ja noch ein bisschen Glück generieren. Wenn ihr euch wundert, warum das so eine komische Frisbee-Scheibe kommt, das ist immer in meiner Fertigkeit drin. Weil das ist sozusagen der Fertigkeit drin. Die hat eine zusätzliche Fertigkeit, das ist einfach so eine sozusagen... Nee. Each attack heißt ja so eine sozusagen eine Wurfaxt einfach. Also jeder Angriff hat eine Chance, dass sozusagen eine Wurfaxt zusätzlich geworfen wird. Also freizulassen sozusagen. Also each attack has a chance to throw a piercing axe. Und das ist sozusagen die Frisbee-Scheibe, die er dann immer fliegen setzt. Frisbee! Wie machst du Frisbee mit den Viechern? Frisbee, ich bin ein Frisbee-Fin. Du brauchst nicht so abgehen, ey, Barbarin, ey. Wir wissen deinen Wutschrei zu treffen, ey. Den kennen wir schon alle. Und ihr Drecksviecher braucht auch nicht abgehen, ihr könnt eh nicht gehen. Oh ja, stoß mich, ey. Gib's mir, ey. Stoß mich von hinten, ey. Nee, besorg's mir nicht. Danke, ey. Von dir nicht, ey. Von dir dreckst mich nicht, ey. Ich frag mich nicht, wie sich Dämonen fortpflanzen, ey. Das wäre mal sehr interessant zu wissen, ey. Aber ich glaube, die Auflösung folgt dann auch bald.
Das werdet ihr dann, also... dieses Mal nicht, aber die bestimmte, die weibliche Komponente, dafür, wer dafür verantwortlich ist, werdet ihr dann auch werdet ihr auch noch kennenlernen. Da werden wir demnächst auch bald sein, also die betreffende, ich sag's euch jetzt gleich, ist ein Vieh und bestimmte Viecher auch. Und hier gibt's Teil 4 von dem Fall der Barbaren. 20 years ago, Bale was loosed upon the world. He besieged the barbarian capital of Cesaron and used treachery to access the Worldstone Chamber, circumventing the three ancient guardians, Talik, Modok, and Korlik. In the end, he succeeded in corrupting the great artifact. Though Bale was slain by heroes, his damage was irreversible. Ihr braucht euch gar nichts. Braucht gar keinen Stern auf den Himmel. Ihr sterbt eh. Wenn ich mir einen Rückschuss verpasst. Ich kann euch auch einen geben. Naja, dir nicht vielleicht, weil du zu dick bist. Du hast zu dicke Haut dafür. Wäre aber widerlich, wie die Viecher explodieren eigentlich. Echt. Wenn nur noch so Gerippe hinterlassen, ne? Echt, so. Voll eklig. Irgendwie. Ja, ich weiß, dass ich das nicht, aber jetzt kann ich nicht machen. Und du dann mach dein Maul auf! Und ich bin Level 28 geworden. Jawoll! Schön! Und jetzt kriegt man neue Skills. Deswegen laufe ich jetzt erstmal kurz nach unten. Und jetzt tue ich meinen Battle Rage weg. Denn jetzt kommt mein Warcry rein. Und dann macht ihr am besten immer mit der Rune, mit der 32er Rune Hardened Wrath. Jetzt muss ich aber erstmal meinen Groundstorm, kriegt auch eine neue Damage Enemies Affected by Groundstorm. Ja, das hört sich gut an. Warcry muss ich kurz Threatening schauen, die neue Rune auch einlesen. Ansonsten gibt es nichts. Mit Level 30 kriegen wir unsere nächste passive Fertigkeit. Also auch nur noch zwei Levels. Und jetzt brauchen wir schon fast 100.000 XP hier. Boah, heftig. Und da haben wir auch schon den Dings erreicht, wo wir hin müssen. Jetzt habe ich aber Teil... Ah nee. Ja, aber jetzt gehe ich noch... Da hoch gehe ich jetzt noch nicht. Nein, denn ich will noch... Ja, jetzt das ganze Ding erforschen. Ich glaube, es wäre mal wieder eine Zeit, um die Begleiter zu wechseln. Barbaren Nahkampf, wen könnte ich denn da nehmen? Könnte ich verzaubern, ja gut, macht auch keinen so einen richtigen Schaden. Sie erhöht halt meine Angriff. Ja doch, das wäre vielleicht doch. Ich glaube, ich nehme mal die Verzauberin, weil die kann die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Mit dem Zauberspruch, mit dem Level 20 Zauberspruch. Hier vielleicht mal ein bisschen den Schutz nehmen. Für bestimmte Gegner. Templer haben wir jetzt lang genug gehabt. Für bestimmte Gegner bei diesem Ort. Still recharging. Ach, so wie sonst hier. Hauptsächlich Holo-Mann. Mach jetzt schon noch schnell alles auf, weil ich will noch die Geschichte hier. Den Teil 5 von Fall der Barbaren holen. Den Tagebucheintrag, da bin ich dann alle Karten ausmelden, sonst gibt der den nicht. Da ist er, glaube ich, hier drin, ja. The Archangel Tyriel shattered the corrupted Worldstone to prevent the demons from using it. But the impact of the explosion destroyed Mount Arion, leaving a massive crater in its wake. With nothing to protect, the barbarians grew aimless and divided. Now... they are scattered through the north, among the ruins of their long history. Ich
Da ist auch viel Blut gerade ausgespritzt aus dem Viecher. So, das war's. Jetzt können wir raus hier. Jetzt können wir zum Quest, zur Questmarkierung latschen. So, wir halt wieder den Heimweg zurücklatschen. Teil 5 mehr gibt's nicht. Das weiß ich. Aber wenn es sein muss, nehmen wir das Eckle da unten auch noch schnell mit. Wird eh nur so ein kleiner Gang sein, wahrscheinlich von so einem Raum, wo ich noch nicht drin war. Ach, da ist das auch, ne, auch keine Befehle drin von Asmodan. Komisch. Keine neuen Befehle. Okay, jetzt gehen wir da runter. Da, hier durch. Wir laufen mal wieder dumm in der Gegend rum. Und haben nichts zum Wegbashen. Ups. Ist da runter echt? Ja, stimmt. Hey, scheiße. Schrei. Ja, warum ist der Spruch so gut? A rallying cry increases armor for you and your allies for 60 seconds. Also der Dinge, der Spruch erhöht sozusagen meine Rüstung. Für 60 Sekunden lang. Und wenn ihr die Level 32 Runde entschmuldet, bekommt ihr da zusätzlich noch Leben. Könnt ihr auch noch machen, dass ihr zusätzlich Leben habt. Das kann halt schon manchmal zwischen Tod und Leben entscheiden, auch bei einem Barbaren. So, und jetzt gehen wir da rein. Der Lader. We are not alone in here. Ja, wir sind nicht allein hier. Ist ja wohl klar. Wer wartet auf uns? The one who killed Lord Belial. I will save her, tearing the flesh from your bones. Ja, eine wirklich eklige Kreatur. Er heißt Gurm. Ja, läuft er einfach drauf. Er macht, hat eine scheiß Giftwolke-Attacke. Er macht ziemlich viel Schaden. Die muss ja auch kommen. Jetzt hat sie mich gerade voll erwischt. Ich muss einen Trank sogar nehmen. Ich glaub's gar nicht. Der ist mal richtig. Einer der heftigsten Gegner im Spiel. Mit Diablo. Der hält auch wirklich viel aus. I won't do that. Oh, er sitzt ja. Ihr müsst immer diese scheiß Dinger platt machen und die ziehen euch richtig Leben ab. Dann macht er noch seine scheiß Giftwolke Attacke. Ja, hat einen Feind auf. Normalerweise hätte ich gedacht, das geht eigentlich nicht leichter. Gar nicht so leicht, wie ich dachte. Okay. Macht er seine scheiß Giftwolke wieder hin. Not ready yet. Geh heim, Mann. Mach deine Scheiße, kannst du woanders ablassen. Still recharge. Jetzt ist er tot. Jetzt habe ich wieder eine Dings bekommen, ein neues Wissen und ein Achievement. Is the largest of Asmodan's Sin Lieutenants, and he possesses no less than 4 mouths. Though his voracious appetite is certainly his greatest weapon, his bile and, well, other noxious excretions are equally lethal. When last seen in battle, the Lord of Gluttony swallowed half a dozen angels whole, spears and all. Ja, das war also Gnome, das war das Biest, das hier sozusagen in der die Bresche geschlagen hat. Ihr seht ja, hier liegen auch wirklich viele Leichen schon rum und Gerippe und Fleisch und alles. Ey. Der Typ hat also wirklich Hunger gehabt, sehr viel Hunger gehabt. Dem sein Appetit war wirklich ravenous sozusagen, war unersättlich, kann man sagen. Wirklich unersättlich, wenn ihr mir das mal anguckt, ey, was hier so alles an Fressen rumliegt. Und da liegt noch sein Lock. The human prisoners are panicking now. They must have noticed that fresh meat only comes after one of their number is dragged away, screaming. This will not hold. Slaughter the ones who starve themselves.
and feed them to their hungry friends. When those ones are fully stuffed,